Salvete, seid gegrüßt. Latein einfach erklärt von Anne. Cum temporale, cum concessivum, cum mit Ablativ, als Präposition, cum causale, cum adversativum, cum als Subjunktion, mit Indikativ, mit Konjunktiv, cum iterativum, cum modale, cum inversum, cum narrativum. Huch, ein Wort und so viele Funktionen! Bist du auch so verwirrt, wenn du in einem lateinischen Satz auf ein cum triffst? Dann bist du hier genau richtig. Jetzt räumen wir mit cum auf. Cum hat viele Verwendungsmöglichkeiten und viele verschiedene Bedeutungen. Um uns in dem Bedeutungsdschungel zurechtzufinden, können wir aber bestimmte Bedingungen im lateinischen Satz betrachten. So kommen wir zur richtigen Übersetzung. Legen wir los. Ich gebe dir hier einen Überblick. Cum kann als Präposition beim Ablativ stehen. In dieser Verwendung heißt es mit. Zum Beispiel: Cum amicis ambulo. Ich gehe mit den Freunden spazieren. Hier steht cum mit dem Ablativ amicis. Cum kann aber auch selbstständig Nebensätze einleiten und ist dann eine Subjunktion. Je nach Bedeutung steht es mit Indikativ oder Konjunktiv. Der Modus hilft uns also. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com